Sketche unter dem Motto Charakterköppe auf der Disco-Treppe. Meine Damen und Herren, nicht, dass ich mich gern rühme, doch man hat der Disco tatsächlich den Oscar verliehen. Nein, nicht den, viel goldiger finde ich ihn. Hier ist Dalli Dalli Oscar. Liebe Zuschauer, Sie erinnern sich? Der Mr. Carter spart ja. Und was ist jüngst passiert? Er hat in einer Rede für das Kleinfahrzeug plädiert. Das war den Amis gar nicht lieb, denn sie wussten nicht, für welchen Typ vielleicht Skateboard. Wer ökonomisch denkt, fährt Skateboard, weil das den Ölpreis senkt. Ist das gegeben, vor eh und je, hätte Zille wohl so karikiert in seinem Milieu. Mensch, Kid Mamuta, ist das nicht schön? Ich fahre Skateboard nur auf ein Bein und nur auf der Arme. Und dann meint der Kleine, Kid Mamuta und nur ohne Zähne. Skateboard, der Junge hat noch Glück gehabt. Heute auf dem Skateboard, morgen in Gips verpackt. Doch verpacken kann auch eine Kunst sein. Ja, es ist so. Es gibt sogar einen Verpackungskünstler, Meister Christo. Ja, ich verpack Gebäude von Kalifornien bis nach Ceylon. Auch den Reichstag in Berlin sah ich schon ganz in Nylon. Aber leider ist es dazu nicht mehr gekommen. Dabei hätte die 2 Millionen Kosten eine Stromfirma übernommen. Der Werbeslogan stand schon fest, ein origineller, wie ich meine. Was der Reichstag aushält, ist auch gut für ihre Beine. Leider haben die Herren in Bonn darüber negativ verfügt. Der Reichstag in Nylon, meinten sie, wenn er nur eine Laufmasche kriegt. Ja, die Bonner Herren erkennen schon noch mein Genie. Aber dann sag ich, zu spät. Ich umgarne gerade die Liberty, danach den Eiffelturm. Dann geht's an die Fassade vom schiefen Turm von Pisa. Ich würde sagen, nun gerade. Ja, da liegen doch Aussagen drin, fern von billigen Effekten. Am liebsten aber arbeite ich an lebendigen Objekten. Doch finden Sie dafür mal Modelle. Ja, darum bin ich ja heute in dieser Schau. Die einzige, die sich von mir bisher einwickeln ließ, ist Lisbeth, meine Frau. Lebendige Kunst. Ja, Sie müssen das modern sehen. Nun lach doch mal, Lisbeth, du bist im Fernsehen. Ganz unter uns gesagt, ich ertrag sie nur stark verpackt. Sie sollten sie mal ohne sehen. Ich kann Ihnen sagen, halb so schön und nicht sexy wie ein Showstar. Aber frech wie Oscar. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und noch einmal vielen Dank, Oscar, dass du so Dalli Dalli bei uns mitgespielt hast.